Ja, wir schreiben heute den letzten Tag im März, den 31. März. Wir haben heute die Mitte der Karwoche, Mittwoch. Und zwei Worte sind uns gegeben. Zum einen aus Sprüche, Kapitel 23, Vers 17. Dein Herz eifre nicht gegen die Sünder, sondern jederzeit nach der Furcht des Herrn. Dein Herz eifre nicht gegen die Sünder und gegen die Leute, die irgendwas falsch gemacht haben, die irgendeinen Bock abgeschossen haben, die irgendeinen Fehler gemacht haben. Damit macht dein Herz nicht voll und ereifere dich, sondern schau, was getan werden kann vor der Furcht, also vor dem Angesicht Gottes, was da eigentlich dringend zu tun ist. Schau nicht auf das Schlechte von den anderen, sondern schau auf das. Ja, halte dich frei, halt dein Herz frei und schau auf das, was du tun kannst, was du positiv bewegen kannst. Und dieses den anderen nicht die Schuld festhalten, sagt Jesus in großartiger Weise in dem zweiten Wort, wo es heißt im Lukas auch Kapitel 23 im 34. Vers, Jesus sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein großes Wort, wo Jesus um Entschuldigung bittet, um Vergebung bittet für die, die ihm dieses Leid jetzt antun, dass er unschuldig sein Leben hergeben muss. Für den Hohen Rat, für die Pharisäer und Schriftgelehrten, für die Soldaten, die ihn dann nachher noch ausspotten werden und für das gemeine Volk, das doch zuerst mehrheitlich ihm Hosianna zugerufen hat bei seinem Einzug in Jerusalem am Palmsonntag und was sich aber hat dann doch umstimmen lassen und ja, viele eben dann in das Kreuzige ihn eingeschrien haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen noch immer nicht, was sie tun. So sagt es mir meine, oder nicht mir, sondern so sagt es Gott, eine Bitte von meiner Küsterin, die sich vor den Altar stellt, meistens jeden Sonntag, bevor wir den Gottesdienst feiern, also wenn noch niemand in der Kirche ist, sagt sie: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen noch immer nicht, was sie tun, weil sie so vielfach erlebt, wie Leute aus einer Mücke einen Elefanten machen und sich so echauffieren können über Dinge, wo man eigentlich lächelnd hinwegschauen könnte und sagen, okay, ist es halt nicht so gut gelaufen, war der halt jetzt nicht so optimal, ist es halt nicht so gekommen, wie ich mir es gewünscht hätte, aber das können wir verschmerzen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht könnten wir so dranhängen und nachdenken, ist uns bewusst, was wir tun? Ist es uns immer bewusst, an wem wir schuldig geworden sind oder wem wir etwas schuldig geblieben sind. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, heute mal drüber nachzudenken, wer Ärger genommen hat an unserem Verhalten, indem wir ihn vielleicht mit einem schroffen Blick angeschaut haben oder vielleicht ihm gar keines Blickes gewürdigt haben oder einen Satz gesagt haben, der ihn verletzt hat. Denn es passiert leider sehr selten, dass wir eine Rückmeldung bekommen. Und meistens kommt dann irgendwie so ein ganzer Erdrutsch, wenn es dem anderen nämlich dann zu viel wird. Dann bekommen wir irgendwie harsch zu hören, ja, dass er angespeist ist auf uns. Es ist schwierig, aber ich denke, es lohnt sich, darüber nachzudenken, wem. Und es kommt uns dann vielleicht auch zu Bewusstsein, wem sind wir noch etwas schuldig geblieben, an wem sind wir schuldig geworden. Und dann doch vielleicht die Verbindung aufzunehmen. Ein Besuch, wenn es eben möglich ist mit den Corona-Bestimmungen, aber immer auch wieder für ein Telefonat. Schauen wir, wie wir versuchen können, das Positive, uns für das Positive zu ereifern. Adieu.